Guten Morgen in the morning. Welcome back auf my channel. I'm Logan Long Jay. Oh Gott, jetzt nochmal richtig. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Montag, es stürmt wie Sau draußen. Die Nacht war irgendwie total unruhig, weil auch, glaube ich, über ganz Deutschland dieser riesige Sturm ist mit Sturmwarnung. Da kommen wir gleich zum ersten Thema. Meine Freundin, die bei meinem Frauenarzt arbeitet, hat mir gerade geschrieben, sie ist heute nicht in der Praxis. Das fängt schon mal sehr, sehr schlecht an. Ich habe sie dann gefragt, ob die denn Bescheid wissen, dass sie kommen, weil wir letzte Woche telefoniert haben. Und sie meinte, nö. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich fahre da nicht umsonst drüber, denn es ist ja nicht gerade ums Eck. Ich fahre bis nach Konstanz. Ja, vielleicht ist dann doch eine Alternative ratsamer für mich. Ich werde jetzt erstmal dahin fahren. Ansonsten fahre ich danach nochmal zu einer anderen Ärztin, die mich letzte Woche schon 2 Tage aus dem Berufsleben rausgenommen hat, weil es mir nicht so gut ging. Ich habe immer noch nicht meine Tage und bin jetzt genau eine Woche überfällig, habe Brustschmerzen, habe Übelkeit, habe. friere ganz doll und bin halt mega müde immer. Kann überhaupt nichts essen. Ich quäle mir wirklich seit halbe Stunde hier eine Viertel Banane rein. Das geht gar nicht bei mir im Moment, aber ich will auch nicht ohne irgendwas zu essen los. Hab gerade meine Medikamente genommen und werde mir heute einfach mal diesen hier mitnehmen für unterwegs. Ist irgendwie so ein, Gott, mir fehlen die Worte schon wieder. In so ein Getränk, Milchgetränk, Gin Shake. Falls ich Appetit kriege oder Hunger kriege, dass ich nicht wieder so einen flauen Magen habe. Ja. Ich hoffe, wie gesagt, die nehmen mich ran. Die nehmen wohl nur Notfälle heute ran. Ich denke, ich bin Notfall. Werden wir sehen. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich weiß nicht, wie dieses Video heute sein wird, was ich da filmen kann. Eigentlich ist nichts groß geplant, weil wenn ich zurückkomme, werde ich mich eh wieder aufs Sofa packen. Weil ich mich schulen muss. Und ja, da gucken wir mal, ne? Also, kann's losgehen. So Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich habe es geschafft. Ich bin in Konstanz angekommen. Ich bin heilfroh, weil es auf der Autobahn echt mega stürmisch war, teilweise lagen da auch Bäume rum. Man konnte echt noch nicht viel fahren, so 80 manchmal. Manchmal haben wir von dem Regen gar nichts gesehen, ganz furchtbar. Und ihr werdet das nicht glauben, ich war eine ganze Minute in der Arztpraxis. Dadurch, dass gut durch den Strom ist hier, durch den Sturm ist Strom ausgefallen und deswegen soll ich jetzt morgen früh nochmal kommen. Okay, gut, dann fahre ich morgen früh nochmal hierher. Ja, oh mein Gott, ey. Ich kann es nicht fassen. Alles hängt schon wieder so scheiße an. Wirklich so katastrophal. Egal, Leute, mir ist schon wieder kotzübel. Ich werde jetzt erstmal meinen Honey schnell anrufen und boah, ist mir schlecht. Und werde mit ihm kurz quatschen, mache ich eigentlich immer. Ich habe so ein Ritual, wenn ich beim Arzt war, auch überhaupt. Wenn ich auf Arbeit bin, Pause habe, dass er immer anruft oder ich gucke vor allem, wir telefonieren immer am Tag trotzdem ganz, ganz viel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was bei euch auch so ist. Ja, dann würde ich sagen, dann nehme ich euch morgen wieder mit auf diesen Weg. Keiner versteht das. Leute, Stunden später, ich bin immer noch an dem Platz, wo der Unfall war. Also erstmal muss ich ja mal sagen, die Leute hier können gar kein Auto fahren. Also Katastrophe. Ich glaube, also mal, so eine Dorfleute, was heißt Dorfleute? So eine Kleinstadtleute, die können sowieso mit Leuten nicht die kann man sowieso nicht mit Leuten vergleichen, die in Berlin gelebt haben und Auto fahren. Können! Ja? Hier ist, wenn dann ein Krankenwagen kommt und oder Polizei, jeder Mensch weiß, appelliere ich auch an euch, dass man eine Rettungsgasse machen muss. Ja, du lernst es in der Fahrschule. Hier bleiben die Leute stehen. Sie stehen einfach und stehen und stehen. Ja. Wer weiß, was da vorne beim Unfall passiert ist. Die Leute brauchen Hilfe.
Aber die Leute bewegen sich keinen Arsch weiter, keinen Schritt weiter mit ihren Autos, um die Polizei oder Krankenwagen vorbeizulassen. Oder Feuerwehr, keine Ahnung. So, dann habe ich euch ja gerade erzählt, dass ein Flixbus an mir vorbeigekommen ist. Das hat mich so ein bisschen getriggert an Berlin. Oh mein Gott, weil ich die von Berlin so kenne. Ist in diesen Unfall leider ein Flixbus mit involviert. Leute, es ist in letzter Zeit so oft, dass Flixbusse in Unfälle mit involviert sind. Ob jetzt mit Absicht oder nicht mit Absicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Will ich mir auch kein Urteil erlauben. Aber mein Gott, du bist nirgendwo mehr sicher. Bist du sowieso nicht, abgesehen davon. Aber mein Honey sollte eigentlich Ostern auch mit so einem Ticket nach Berlin hochfahren. Wollte er mit zu seiner Schwester. Weil wir ja eigentlich abgemacht hatten, oder er wollte, er hatte Urlaub über Ostern, ich von der Firma aus nicht. Bei uns, guckt mal Leute, schon wieder an, ein Flixbus, einfach mal ein toller Flixbus. Ich liebe Flixbusse, die sehen so schön grün aus. Sie sehen so gute Laune mäßig aus, finde ich, ne? Abgesehen davon bin ich jetzt am Thema mal wieder abgeschweißt. Der Hanni sollte über Ostern eigentlich nach Berlin fahren, zu seiner Familie, und ich wäre dann mit dem Cooper alleine hier geblieben. Ja. Oder er hätte ja auch hochfliegen können, aber so ein Ticket kostet einfach nur 9,90 Euro oder 99. Und dafür einfach mal 1000 Kilometer für 9,99 Euro, das ist, mein Honey ist einer, der kann sich überall hinsetzen, den Kopf nach hinten, und er schläft. Der kann, glaube ich, sogar im Stehen schlafen. Dieses Talent hat wirklich nicht jeder, aber Honey hat es. Und er kann sich zur Not auch sein Tablet mitnehmen, und er zieht sich da mal Filme rauf, und er kann da auch Filme drauf gucken. Für den ist das total entspannt, die macht das nicht aus. Also für mich wäre das nichts, weil ich ja meistens den Cooper mit bei habe, und ey, nee. Ich finde schon so eine weiten Autostrecken furchtbar. So ihr Lieben, wie sind wir zu Hause? Der Cooper, der sitzt hier auch ganz lieb und fein. Ja. Ich habe gerade ein YouTube-Video an. Ab und zu mache ich mir die so an. Ich gucke auch gerade eine Nutella-Stulle inhaliert. Und ich habe jetzt nicht noch Nutella irgendwie im Gesicht. Ja. Und ich wollte euch ganz kurz berichten, wie es jetzt war beim Frauenarzt. Es war wunderbar. Ihr könnt es noch gar nicht glauben. Ich fange gleich wieder an zu weinen. Ich bin wirklich schwanger. Ich bin in der 6. Woche schwanger. Ich kann gar nicht reden. Ich bin wirklich in der 6. Woche schwanger. Es ist alles gut entwickelt. Ich soll weiter das Medikament hier mir abends 2 von einführen. Ich nehme weiterhin meinen Eisensaft. Die habe ich mir jetzt noch schnell geholt. Magnesium, Calcium und Vitamin D. Was ich aber glaube, ist, dass diese Einheit, Vitamin D3-Einheit, nicht ausreichend ist. Ich glaube, da hole ich mir von meinem normalen Hausarzt nochmal ein Rezept. Dann dieses nehme ich weiter, bis es leer ist. Ich glaube, ich brauche noch 2 Packungen. Ja, und dann werde ich nächste Woche nochmal zu meinem Frauenarzt. Also ich bin weiterhin jetzt krankgeschrieben. Bis zur 12. Schwangerschaftswoche wird sie mich krankschreiben. Ab der 13. wird sie mich auf Arbeitsverbot, also Risikoschwangerschaft bin ich so oder so, auf Arbeitsverbot rausnehmen. Wir sind ein paar Sachen noch so durchgegangen. Also wir haben Mutterschaftsausweis, oder Mutterschaftspass heißt es, war ausgefüllt. Die Katze ist gerade vom Tisch gefallen. Ja, diesen Mutterschaftspass sind wir durchgegangen. Den bekomme ich aber nächste Woche erst, weil da irgendwelche Werte vom Labor dann noch mit rein müssen. Was haben wir noch gemacht? Wir sind ein paar Formulare mitgegeben. Da ich Risikoschwangerschaft bin, muss ich mehr Ultraschalle haben. Was natürlich auch wieder Geld kostet. Und dann werde ich auf alle Fälle diese ganz große Untersuchung machen, ob das Kind behindert ist. Macht man normalerweise in der 13. Schwangerschaftswoche. Sie würde das bei mir schon in der 9. oder in der 10. machen. Was war noch? Ich kann mich kaum erinnern.
Ich bin immer noch total aufgeregt. Ich habe meinen Hanni auch gleich angerufen. Ich habe nur geweint. Ich kann mich noch nicht wirklich freuen, wisst ihr, weil ich so Angst habe, dass wieder was passiert oder noch was passiert. Also mir ist auch wirklich bewusst, in diesen 6 Wochen kann sehr, sehr viel passieren. Daher sage ich nur Beine hoch, Füße hoch, ausruhen, 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 nicht schwer heben. Wir dürfen keinen Sex haben. Meine Medikamente werde ich weiternehmen. Ich muss weiter positiv denken. Und ich hoffe und bete zu Gott, dass wirklich alles, alles gut geht. Und das ist eins. Also, ja. Und ja, ich habe gar keine Worte. Ja, ich war dann gleich einkaufen, ich habe Avocado, Paprika und ein paar Bananen noch gekauft. Schön gesund, auf alle Fälle. Was für mich ganz wichtig ist in dieser Schwangerschaft, ich muss auf meine Ernährung achten. Ich darf nicht so viel Kohlenhydrate zu mir nehmen. Sonst gehe ich weit über 100 Kilo. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich muss da echt aufpassen. Dadurch, dass ich gestern nicht so viel Bewegung dann mehr habe, sondern ich mich ja viel ausruhen soll, mir viel liegen soll, wird mein Stoffwechsel ja noch langsamer. Also mal schauen. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich würde mich freuen, wirklich, wenn ihr auf meinem Weg weiter dabei seid. Und wir zusammen meine Schwangerschaft miterleben, erleben, uns kleine Wunder angucken oder erst Ultraschall vielleicht zusammen sehen. Ja, ich freue mich so innerlich so. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann meine Freude gar nicht zum Ausdruck bringen. Ich werde dann bald das erste Schwangerschaftsupdate machen. Finde einfach keine Worte. Jetzt kommt die Sonne noch raus. Alles ist so schön blau jetzt. Der Sturm ist endlich vorbei, der Regen ist vorbei, die Sonne scheint. Ja, ist für mich ein gutes Zeichen. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich drücke euch ganz lieb. Ich freue mich, wenn ihr meinem Video einen Daumen da lasst, einen Daumen hoch da lasst. Mich abonniert, mich auf Instagram mitverfolgt in meinen Stories. Da bin ich jetzt die letzten Tage echt intensiver gewesen. Jetzt habe ich auch die Zeit. Bin ja nicht mehr arbeiten. Ja. Und ich würde mich freuen, also wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann. Tschüss, eure Logan. Bleibt gesund.